wüsste wie. Diesmal gucke ich auf die Uhr. Nicht wundern, das nächste Video wird wieder gespalten. Vorsicht, hinter die Hexe. Gute Arbeit, Jüngchen. Wenn wir das überleben, nehme ich alles Schlechte zurück, was ich über dich gesagt habe. Das nehme ich beim Wort. Jetzt ist genug. Ihr sterbt noch heute. Ach, immer diese leeren Drohungen.
einfach. Zu einfach. Hätte ich mir gleich denken können. Du schmieriges Aas. Was für ein größenwahnsinnigen Pläne. Was für größenwahnsinnige Pläne hast du dieses Mal? Ich soll ihn sprechen wieder. Okay. Ich verfolge das gleiche Ziel wie schon seit Ewigkeiten, nur mit dem Unterschied, dass ich es jetzt kenne. Dann ist es also wahr. Du hast Saffron und ihre Bewohner auf dem Gewissen. Haha, genau. Endlich hast du mir auf die Schliche. Endlich bist du mir auf die Schliche gekommen. Was bei allen Meeren treibt dich dazu? Ist es einfach Bosheit oder steckt da etwa dein machthungriges Ego dahinter? Oh, es ist beides. Aber noch mehr strebe ich nach Genugtuung. So konnte ich dir dein Leben nämlich schön langsam zugrunde richten. Was habe ich mit der Sache zu tun? Eine Menge. Und glaub mir, niemals hätte ich gedacht, dass gerade du es bist, hinter dem ich all die Jahre her war und dass es ausgerechnet ich war, der deine armselige Kindheit ein Ende bereitet hat. Du Bastard, ich verstehe zwar kein Wort, aber dass du all diese Leute auf dem Gewissen gehabt hast, und vor allem, das war meiner Mutter, wird dir dein Leben kosten. Oh, hört an, wie der große Töne spuckt, doch in Wirklichkeit zittern ihm schon seine Knie. Mach dich nicht lustig über mich, du Arsch. Wegen dir habe ich nicht nur angefangen, Menschen wie Vieh zu behandeln. Du bist auch noch schuld, dass ich die letzte Hoffnung zerstört habe. Du elende Ratte. Die Hoffnung? Du getötet? Was gibt es da zu lachen? Du die Hoffnung getötet. Das ist mit Abstand die irrwitzigste, was mir je zu Ohren gekommen ist. Du hast wohl noch immer nicht den nötigen Durchblick, du Versager. Denn sonst wüsstest du, dass man, um tot zu sein, nicht vor sich selbst stehen könnte. Was faselst du da? Ich glaube, er meint, dass du die Hoffnung nicht töten konntest, weil du es selbst bist. Was? Ich? Unmöglich. Oh, die kleine Hexe ist, hat ja doch etwas Grips im Kopf. Es ist wahr, und nur deshalb wirst du jetzt recht qualvoll sterben müssen. Aber keine Sorge, ihr da kommt auch noch dran und dann werde ich den Rest erledigen, Stück für Stück, denn so kann ich mein Ziel erreichen. Sag also Adieu zur Welt. Hoffnung. Was mache ich plötzlich hier? War ich das etwa selbst? Ich kann nicht hier bleiben. Ich muss auf der Stelle zurück. Aber wie? Speichern. Kastanie einsammeln. Sehen die Kastanien aus? Könnten nützlich etwa. Ah, ja. Ah, da bist du endlich. Ich habe mich schon gefragt, ob du unterwegs eingeschlafen sein magst. Soll das heißen, dass du mich hierher teleportiert hast? Wozu? Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Schick mich sofort zurück. Wieso machst du es nicht selbst? Du kannst es ja schon recht gut. Verdammt, mein Vater und diese Hexe sind allein diesen Bastarden ausgeliefert. Ich habe jetzt wirklich keine Lust auf irgendwelche sinnlosen Debatten. Bring mich endlich zurück. Bitte! Selbst wenn du mich noch so höflich bittest. Ja, Mann, ich kann dir diesen Wunsch nicht erfüllen. Du bist derzeit einfach eine zu leichte Beute und kann jetzt wirklich kein unnötiges Risiko eingehen. Es geht ja immerhin auch um meine Existenz. Dann beantworte mir eine Frage. Wieso hast du mir gesagt, dass ich die Hoffnung getötet habe, wenn ich es doch selbst bin? Das erfahren wir übrigens im nächsten Video.